Dieser Eishockeysommer wird heiß. Richtig heiß. 7 packende Duelle am Grill. Die Fishtown Pinguins gegen die Grizzlies Wolfsburg. Also richtig was zu schleppen hier, ne? Die Kisten sind voll. Heute bei der Penny DEL Grillmeisterschaft das Nordduell Wolfsburg gegen Bremerhaven. Und die Kisten, ja, ganz schön irgendwie, ne, vollgefüllt. Du, was wird da draus, Stefan? Boah, wir haben wunderbares Fleisch gekauft. Also die Teilnehmer, Fleisch, dann gibt es dazu ein gegrilltes Gemüse mit Zucchini, roten Zwiebeln und, Knoblauchbaguette und hinterher Schokoladensoftcake. Alles auf dem Grill, bam, wird richtig gut. Lasse, du freust dich wahrscheinlich auch schon drauf, wenn es da brutzelt. Ein ordentliches Stück Fleisch. Ich freue mich sehr drauf mit super Jungs am Start heute. Es wird spannend. Die Jungs, die dabei sind, für Wolfsburg Gerrit Fauser und Armin Wurm. Für Bremerhaven Tim Lutz und Maxi Franzrepp. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal das Powerplay im Pennymarkt an. Erstmal zu Penny. Und ab geht's. Sonst grillen wir nur Fisch. Heute gibt's richtig Beef. Knoblauch brauchen wir auch noch, genau. Vanillezucker brauchen wir. Ja, genau. Ja, die sind gut, komm. Weiter. Die Wolfsburger müssen sich an unser Tempo gewöhnen. Und rote Zwiebeln. So shoppe ich gern. Zacki zack. Zitronensaft brauchen wir, ne? Zitronensaft. Dann machen wir uns weniger Arbeit, nehmen wir Saft. Gute Arbeit. Gute Arbeit, ja. Das wäre unglaublich, wenn wir nichts vergessen haben, wir zwei. Nach 8 Jahren zusammen spielen, können wir auch zusammen einkaufen gehen. Also wir sind vielleicht sogar beziehungsreif. So, dann kann es doch losgehen. Wollen wir sie reinholen? Hier kommt das erste Team. Hier sind die Grizzlies Wolfsburg. Hallo zusammen. Hallo. Grüß euch. Hallo. Dann machen wir doch hier weiter. Wir wollen sie reinbitten, die Fishtown Pinguins Bremerhaven. Also, Nordduell. Direkt mal die Frage an die Wolfsburger. Das ist ja immer ein hitziges Duell. Kann man auch hier bei der Grillmeisterschaft natürlich nicht verlieren, oder? Absolut, wir sind hochmotiviert. Jeder Sieg zählt und deswegen geben wir alles, ne? Mhm. Jetzt würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass es für euch unbedingt Fisch geben muss. Seid ihr da jetzt froh, dass es heute keinen Fisch gibt, oder? Da wären wir schon Spezialisten, aber ja. Denk Fleisch, dachte genau. Ich mir doch. Dachte ich mir doch. Ihr könnt beginnen. Also, Lasse, heißt für dich jetzt erstmal eine Minute Zwiebel schneiden. Ich hoffe, du weinst nicht dabei. Komm, lächle, du hast Spaß bei der Arbeit. Komm. Ja, genau. Dass man dir das immer sagen muss. Muss bei euch schon der Schiedsrichter eingreifen eigentlich, oder was? Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, ja, wenn der Lasse da mitmacht. Ich bin mir auch nicht so sicher. Maxi, was ist eigentlich dein Lieblingsgericht? Ah, so Nudelauflauf von der Oma. Von der Oma aber? Ja. Mach die den am besten? Ja, bis jetzt ja. Noch keiner herangetastet. Vielleicht sollte dir mal das Rezept geben. Ja, da ist die Oma ein bisschen eigen. Tatsächlich? Ja, das kriege ich wahrscheinlich dann irgendwann mal. Unsere Rezepte hier gibt es zum Nachgrillen übrigens. penny.de/eishockey. Ja, da gucke ich dann mal nach. Die Jungs arbeiten strukturiert. Und soll ich dir deinen Stuhl vielleicht hier vorne hinstellen, dass er ein bisschen zugucken kann? Nein, aber ich weiß, hier muss ich ab und zu mal ein bisschen schauen. Ah, Erfahrungswerte, sehr gut. Ich finde schön, dass du ehrlich bist. Guck mal an. Vielen Dank. Gerne. Zum Wohle. Maxi, ist das ein Bestechungsversuch oder was versuchst du? Ich lasse mich nicht bestechen, ich genieße nur. Wir haben hier Flanksteak. Flanksteak ist so in den letzten Jahren unheimlich in Mode gekommen. Sehr wertiges Fleisch, sehr aromatisches Fleisch. Nur rechts und links kurz grillen und schon ist fertig. Wir haben drüben haben wir Makrele, glaube ich. Oder? Makrele, genau. Hier drüben haben wir schönes US-Beef, klassisches Roast-Beef. Wir haben hier was aus der Hüfte. Die sind natürlich ein bisschen dicker, die Steaks. Du bist so schnell, komm gar nicht hinterher. Alles gut, alles wird gut. Alles wird gut. Einfach lächeln und Spaß haben. Ich hab immer. Das dickste Steak braucht natürlich am längsten. Das heißt, das müssen wir jetzt dann gleich als erstes mal draufpacken. Knoblauch ist soweit fertig. Gut. Ja. Das Gemüse machen wir auf den Planscher. Dann machen wir ein bisschen Öl drauf. Und das Gemüse lassen wir da immer schön drauf. Machen wir in 2 Aufzügen, grillen wir das Gemüse. So. Genau. Einfach nur so, dass die ganze Platte nachher voll ist. Mach ruhig drauf, genau. Cool, dreh um. Cool, schau mal. Ein Timing, Leute, Wahnsinn. Ich bin so stolz auf euch. Die Schoko-Präzisionsarbeit auf beiden Seiten.
Ja, ist gar nicht so einfach. Armin macht das hier gerade also wirklich mit Millimetermaß. Wenn es um Nachspeisen geht, dann ist der Armin einfach ein Künstler. Das merkt man schon. Also das hier mit, also Süßspeisen sind, glaube ich, auch eher so in deinem Regal zu finden, oder? Er macht sie, ich darf sie essen. Ich drehe es euch mal um, ja, weil vielleicht... Ich mach schon, hallo. Ich hab alles im Blick. Ich bin raus hier. Du, aber langsam, Stefan, ne? Jetzt wirst du bald nicht mehr gebraucht. So. Du, ich muss das hier nicht machen. Wir brauchen dich unbedingt. Freu mich, das schaut auch wieder schön aus, gell? Siehst du, sag doch, diese eine Sekunde, die hat's gebracht. Ja, danke, dass ich von dir lernen durfte. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich merke, das ist hier wirklich ein Battle auf Augenhöhe. Temperaturcheck. Wir haben 50, wir haben 51 Grad. Das heißt, wir sind jetzt gerade so im Rare-Bereich. Lass mal einfach noch ein bisschen ziehen. Irgendwas riecht hier verbrannt? Ah, ja. Aha. Umdrehen, nochmal drauflegen, umdrehen, nochmal drauflegen. Armin, das war dein Job. Röstaromen, die grillen auf der dunklen Seite. Das ist man. Schauen wir mal ganz kurz. Oh. Ist das ein Tennis? Du hast gesagt, das Beste behalten wir für uns selber. Gut, dann gibt es aus der Gruppe heute leider nichts. Ja. Das ist schon ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ist okay, aber der geht besser. Geht besser? Also ja. Eures? Ja, da bin ich aber gespannt jetzt. Also ich muss schon sagen, mit dem Titel hat er jetzt in der abgelaufenen Saison nicht geklappt, aber das könnte ja schon, das könnte doch weit vorne liegen, so als Revanche. Wir müssen ja Wiedergutmachung sozusagen, ne? Also wir geben Gas. Sieht doch super aus, Maxi, oder? Ach, jetzt guck mal an. Oh. Ist das der Siegersekt oder habe ich was verpasst? Könnt ihr mal hier euer Gericht kurz präsentieren? Was habt ihr jetzt da gezaubert? Im Endeffekt haben wir gemacht das Flanksteak natürlich. Wir haben eine kleine Kräuterbutter dazu gemacht, das Baguette, dann Grillgemüse dazu. Und dann sind wir auch sehr gespannt. Wir sind ja zwei Naschkatzen, deswegen auf den Nachtisch sind wir auch super gespannt. Wolfsburg war früher fertig, also starten wir da. Habt ihr auch Getränke? Also das sind eure, oder? Nein, ich habe keins, hab keins bekommen. Das ist wir haben auch gedacht, genau zum Grillen, meiner Meinung nach, gehört ein kühles Bier. Zwei, habt ihr nur zwei. Und es hieß, für Lasse gibt es die Cabri-Sonne. Dankeschön. Das Beste. Was ist das Beste? Hm. Auch Knoblauch. Lecker. Ich muss natürlich sagen, es ist jetzt leicht kühl. Es ist leider abgekühlt. Aber selbst wenn es kühl ist, das ist noch butterzartes Fleisch. Und saftig. Und Grillgemüse. Aber ich persönlich noch einen Hauch Salz drauf. Immer? Genau. So langsam. Immer abschmecken, bevor man immer. Ein bisschen Salz fehlt. Lasse, wärst du so lieb, willst du uns alle einen löffeln? Ich habe mich immer gefragt, was die Schiedsrichter so mitschleppen. Jetzt wissen wir es. Teelöffel fürs Dessert, verstehst du? Ich habe immer das in meiner Tasche, was ich brauche. Ja, ja. Mmh. Hm? Oh, noch richtig innen so dieser weiche Kern. Ja, Entschuldigung. Oh, guck Profis. Mal. Das ist wirklich toll. Gehen wir mal rüber, oder? Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Schon eine Stunde länger gebraucht. Also bei uns kam der Ton immer. Das habe ich jetzt da drüben noch nicht so gehört. Aber meinst du, es ist butterzart? Meins auch. Hm? Toll. Ja. Toll. Alle drei gut. Mhm. Alle drei super. Ja, Knoblauchbaguette. Also, das ist schwer. Die müssen schon bei uns probieren. Also zart ist es auf jeden Fall. Zart ist es in Ordnung. Ich meine, es ist super Fleischqualität. Das kann man ja fast nicht versauen. Also jetzt wisst ihr, warum ihr jetzt weiter werdet. Ist noch nichts raus. Auch perfekt getimt. Hm. Auch hier noch schön flüssig drin. Ah, der Job ist hart, aber wir kämpfen uns durch. Komm. Zum Wohl. Also, wir starten mit den Wolfsburgern. Ich bin noch ein bisschen bei der Würzschärfe. Da fehlt mir ein bisschen. Ein Hauch Salz hat beim Gemüse noch? Ich bin bei 8. Ich bin da bei einer 9. Weil ein Hauch Salz, da gibt es einen Punkt Abzug und das ist gut. Ich gebe eine 9. Du gibst auch eine 9. 9. Und beim Dessert? Kann ich nichts bemängeln. Willst du damit sagen, dass du eine 10 geben möchtest? Es ist eine 9. Gut. Ich bin da auch bei einer 9. Was sagst du?
schließe mich euch an. Jetzt kommen wir Performance? Performance-Punkte. Oh, Performance-Punkte. Ich wäre da fast auf einer 7, fast auf einer 8. Was meint ihr? Ich bin da auch bei einer 8. 8? Ja. Also gut. Okay. Dann kommen wir hier rüber. Was ich da vorhin noch bemängelt habe, so ein bisschen, kann ich jetzt hier nicht sagen. Deswegen ist es dann, was habe ich da gegeben? 8, hier ist es eine 9. Also ich muss sagen, 3 unterschiedliche Fleischsorten ist eine Herausforderung, die anständig auf den Punkt zu kriegen. Hier bin ich bei einer 10. Ich kann auch keine Abzüge geben, ich bin auch bei einer 10. Du bist auch bei einer 10? Lasst ihr mich hier immer so ein bisschen, ne? Bring ich hier so die Strenge rein, oder wie? Du bist die Frau Lambi heute. So einfach ist das. Dessert? Dessert. Ich wieder. Beide waren gleich gut, 9. Ja, ich muss sagen, ich bin hier auch bei einer 9 bei dem Dessert. Wunderbare Geschichte. Hauptgang 10, hier 9, Lasse. Wir sind uns einig. Auch eine 9? Ich schließe mich an, ja. Wunderbar. Dann Performance-Punkte. Ich würde Vorschlag machen mit 6 Teampunkten. 6? 6. Da bist du jetzt. Bist aber du hier der Lambi. Ja, die haben wir hinten schon sehr lange gebraucht. Ich hätte jetzt eine 7 gegeben, aber wenn ihr mich da überstimmt... Okay, also 6 Punkte? 6 Punkte. Gut, wunderbar. Und damit haben wir einen Sieger, aber das war ja haucheng. Also ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war... Fotofinish, das war Videobeweis. Videobeweis, oder? Absolut. ...62-61 für Bremerhaven. Wahnsinn. Das gibt echt einen Applaus für beide Teams. Aber super gemacht, ganz klasse. Super. Das Nordderby am Grill ist vorbei. Und wir stellen fest, die Jungs von ganz oben stehen auch ganz oben in der Tabelle. Klar, noch hinter Köln, aber Bremerhaven mit einem starken 2. Platz und Wolfsburg 3. Also, meine Herren, das war wirklich aller Ehren wert. Ja, wir sind jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht. Wir hätten da gerne den Sieg mitgenommen. Ich glaube, im Zweiter werden sind wir momentan ganz gut. Das kann in der Saison dann noch anders werden. Genau, da werden wir das ändern, auf alle Fälle. Glückwunsch, toll gemacht, es war super lecker. Und das war natürlich nicht das letzte Duell hier bei der Penny DL Grillmeisterschaft. Wir sehen uns wieder, bis dahin.